Willkommen 2023 und hier nochmal ein kleiner Rückblick, was so 2022 bei Max und Frieda zu Hause passiert ist. Ja, Max kennt man ja normalerweise als kleinen, frechen und neugierigen Kater, aber es gab auch Zeiten, da lag er einfach auch mal auf der faulen Haut. Und Frieda, die, naja, was macht eben so eine junge Dame, so eine junge Frau? Putzen, putzen, putzen.